Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ja, ich habe gerade schon ein Video aufgezeichnet, das ging auch gerade online. Das folgt jetzt hier nach dem vorigen Video. Hier geht es um den neuen Hood Rush und wir holen meine Squad Battle Belohnungen ab. Das heutige Trikot wird präsentiert von den Franconia Flames. Hinten drauf ist die Nummer 77 und mein Name. Ja, das war das erste Trikot von meinem Hobbyteam, die ich mit einer kurzen Unterbrechung von 2005 bis eigentlich letztes Jahr aktiv war, dann verletzungsbedingt nicht mehr weiterspielen konnte. Ich hatte damals erst zwei, ich habe vorher Inline-Hockey gespielt, war damals dann erst zweimal auf dem Eis im Eistraining und habe dann gleich ein Turnier gespielt, damals in Amberg, den Filz Piraten Cup, der große sagenumwogene, und habe dann gleich das Trikot gekriegt, habe auch meine Wunschnummer gehabt, eben 77 wegen Ray Borg und kurz darauf habe ich mir dann meinen Namen drauf gepatcht. Kurze Fakten zu mir. Nein, das lassen wir. Wir haben einen neuen Hood Rush hier. Gucken wir da mal rein, was da gibt. Wir haben einmal 5 gegen 5 Overtime. Das heißt, das erste Tor gewinnt. Boah, das wird sich wieder ein bisschen ziehen. Die Voraussetzungen: Schüsse blocken. Gut, da legt man sich einfach ins Tor, das kann man hinmachen. One-Timer, 5 Stück. Müssen nicht mal ein Tor sein, einfach nur ein One-Timer, das kriegt man auch leicht hin. Tore mit einem Sender 7, das heißt, man muss mindestens 7 Spiele spielen. Man muss 10 Spiele gewinnen. Also, wenn man in den 10 Spielen 7 Tore mit dem Sender spielt, schießt, dann hat man schon mal gewonnen oder was gut an Punkte gut gemacht. Dazu muss man 10 Faceoffs gewinnen, das sollte man im ersten Spiel hinkriegen, muss man ein bisschen cheaten. Und dann kommt man auf 100. 200, 260, auf 350 Punkte allein, nur was die Belohnungen angeht. Das merken wir uns mal, 350. Dann haben wir noch 3 gegen 3 Young Guns auf großer Fläche, 3 Drittel mit jeweils 2 Minuten. Ein One-Hand-Attack-Goal, also diesen Trick, was im letzten NHL jeder gemacht hat. 5 Tore mit einem Verteidiger, 10 Spiele gewinnen. 15 Slapshots, die nicht mal ins Tor gehen müssen und 25 Tore schießen. 25 Tore, glaube ich, kriegt man in 2 Spielen hin. Das heißt, wir haben hier nochmal um die 300.000 Punkte plus die Punkte, die man kriegt fürs Spiel, sind wir bei roundabout 800.000 Punkte nach 10 Spielen jeweils. Die Belohnungen sind, glaube ich, so wie es jetzt erst vom Anfang her ausschaut, die gleichen wie die letzten 2 Mal jetzt schon. Also wir sind bei 700, zwischen 700 und 800.000 ist man nach jeweils 10 Spielen. Also müsste man mindestens hier Level 11 sein. Und dann ist noch ein bisschen ein Grind zum Schluss, wieder das Premium Pack, das Jumbo Premium Pack und ganz am Schluss wieder ein Icon Collectible. Letztes Mal gab es ja Probleme mit den Hood Rush Belohnungen, haben viele gehabt. Die kamen dann jetzt, glaube ich, 3 Tage später sind die dann nachgeliefert worden. Alles, was man schon erspielt hatte, kam dann nach. Also auf jeden Fall was man an einem Tag durchspielen kann. Vielleicht mache ich mich da heute noch dran. Na, noch ein bisschen Zeit, bis nachher NHL kommt. Also, hier haben wir dann unsere Squad Battle Belohnung. Ich war wie immer eigentlich in Elite 1. Und die sind heute auch tauschbar. Aktuell habe ich in den ersten 4 Spielen volle Punktzahl gehabt. Auch gegen dieses 92er Team mit 45 Synergien. Habe das Team der Woche noch nicht gespielt. Das heißt, wir können jetzt hier mal, ups, einen Refresh machen. Ein 89er mit 89 Synergien. Das wurde ja immer besser. Aber auch diesmal, ich hatte auch gegen das die wenigsten. Meine dritte Reihe ist bei denen die erste. Meine erste Reihe ist bei denen die dritte Reihe. Alles klar. Naja, gut. Eigentlich fast das gleiche Team wie ich habe. Aber gut. Sollte zu machen sein. Gegen die tue ich mich immer leichter, wie gegen diese dummen 77er Teams. Da tue ich mich immer schwer. Jetzt gehen wir aber zu den Belohnungen. Wir lösen erstmal Münzen ein, von denen wir jetzt schon wieder eine ganze Menge haben, ohne irgendwas verkauft zu haben. Sind wir jetzt schon wieder bei 266.000 Münzen. Mal gucken, vielleicht ich die einsetze, noch keinen wirklichen Plan. Hier haben wir 3 Megapacks und 3 Premium-Player-Packs. 10 Items, alles Goldspieler, mindestens 2x80 plus. Nachdem wir jetzt die letzten 2 Mal wirklich enttäuscht waren mit Spielern, die wir uns gewünscht haben, wünsche ich mir heute mal nichts und guck's mir einfach an. Aus diesen Packs erwarte ich mir eigentlich wenig. Das sind also diese Standardspieler.
Das sollte eigentlich nicht viel kommen. Oh, der Moose. Moose, Niklas Johan Hedberg. Chris Brown. Ah, Kamenev. Ich habe es gestern schon gesagt, hebt diese ganzen Avalanche, Canucks, Vegas und Flyers-Spieler alle auf, steckt die in euer Teambuilding-Set, weil wenn dann der Upgrade für die Spieler wieder kommt, dann gehen die diese Karten wieder für 50, 60, 70.000 Punkte Münzen weg. Du könntest entweder, wenn ihr schon geupgradet habt, die Spieler jeweils, könnt ihr sie dann verkaufen, macht ein bisschen Kohle oder ansonsten habt ihr sie schon da, wenn es soweit ist mit dem Upgrade. Der wird dann auch wieder Anfang Februar soweit sein. Nein. Ich glaube, ich 600 Spieler, die ich verkaufen könnte mittlerweile. Muss ich mal gucken, ob ich da mir die einfach bunker für die Upgrade dann, wenn die letzten 85er noch kommen oder einfach für die 86er, die dann auch irgendwann anstehen. Marian Hossa, habe ich gestern außerdem gesagt, dass der Onkel von Jan Stasny Marian Hossa ist. Natürlich falsch, das waren natürlich die Stasnys. Ich dann aber erst danach gesehen. So, Megapacks, 30 Items, mindestens 15 Goldspieler, mindestens 84 plus. Da können wir uns schon ein bisschen mehr drunter erwarten. Vielleicht mehr als gestern, weil gestern ich bei den Rivals-Belohnungen eigentlich wenig Glück. Ich habe dann den Deprecat für 35.000 verkauft. 81, 82, komm jetzt 83. Nein. Ah, Michael Repik, der ist auch so ein Dauergast jede Woche. Ich glaube, das Retro Reverse könnte ein bisschen was bringen. Aber sonst viel Mist. Der auch jede Woche ein Gast. Sarkazian ist jeden Tag ein Gast. Also nichts. Dann machen wir wieder mal das Pack zuerst auf. Oh ja, oh ja. Silberspieler zeige ich euch nachher noch was. Da hat sich ein bisschen was geändert, was die Sets angeht. Gestern euch durch Zufall aufgefallen. Wenn es zunächst in der, was war das, Winter-Ding gewesen wäre. Trikot nochmal, haben wir auch schon genug jetzt. Kalle Kossela jetzt in der DL aktiv. Das habe ich gestern auch gezogen. Gleich für 5.000 verkauft. Oh, das Trikot habe ich, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, der Davidson könnte ein bisschen was bringen für jemanden, der dreimal Schwarm braucht. So, das letzte Pack bisher gar nichts. Also so keine Münzen, kein Icon Collectible. Eine Nummer 13, eine Nummer 81, eine Nummer 82, eine Nummer 25. Davon können wir uns aber auch nichts kaufen. Okay, 750 Münzen. Bisher das Highlight des Tages. Nummer 4, also Trikotnummern. So vielleicht noch nie in einem Pack drin. Cody McLeod, das Trikot hatte ich vorgestern an. Gerne meine anderen Videos auschecken, at Nitro ECW Gaming. Boah, alle doppelt und dreifach. Und die Nummer 94 sind auch noch doppelt. Okay. Also das war heute und gestern auch definitiv nicht. 750 Münzen haben wir rausgekriegt. Den Rest kann man verkaufen. Mal schauen, wie ich das machen möchte. Was ich aber euch noch kurz zeigen möchte, es hat sich hier geändert, ohne dass irgendwie jemand was angekündigt hat oder so.
Und zwar geht es um diese Silver-Upgrades. Also ich würde Silberspieler generell nicht verkaufen. Es gibt zwar 300 oder 350 Münzen, aber das ist einfach zu viel Kleinmist. Und die Chance, dass er hier irgendeinen guten Goldspieler kriegt, ich hab jetzt zu wenig, okay, einen guten Goldspieler kriegt, ist ganz gut. Beziehungsweise wenn er könnte die ja untauschbar doch wieder in die Sets einpacken. Also ich würde die immer die Sets hier machen. Und bisher war es so, dass dieses Set hier eine Stunde Cooldown hatte. Das heißt, wenn ihr es jetzt gemacht habt, einmal mit 8 Spieler voll, habt es voll gemacht, habt ihr eine Stunde warten müssen, bis, ich kaufe jetzt mal einfach einen Spieler, bis das wieder bis man es wieder zumachen kann. Das hat sich gestern aber geändert. Gestern war auf einmal dieser Cooldown weg. Kaufen mal einen. Ja, wir sind geizig. So, kauf mal drehen da hier. Expired, das ist so klar. So, damit können wir das hier zumachen. Rein zu Vorführungszwecken. So, jetzt ist das Set zu. Und jetzt sieht man vor, weil dann dieser blaue Balken immer mit dem Cooldown, wo dann die Zeit von einer Stunde runtergelaufen ist, das Ganze ist jetzt weg. Das heißt, ihr könnt die so oft hintereinander zumachen, wie ihr wollt. Wenn ihr schon ein paar, wenn ihr jetzt noch einen Haufen Silberspiele habt, ich würde das auf jeden Fall zumachen, weil das ja dann auch wieder auf die Meilensteine geht. Für diese Sets komplettieren. Na, hier drauf geht es ja dann. Also, wenn ihr jetzt da 80 Spieler da habt, dann habt ihr 10 Sets zu, dann geht das schon wieder hoch. Ich habe jetzt bald die 500 voll. Aber kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ach, wir hätten eher ein Item aus dem Auktionshaus kaufen müssen. Na dann war unser Silberspieler doch nur halb so teuer. Das war's von mir hier. Wie gesagt, liked meinen Kanal, abonniert meinen Kanal auf Instagram, auf Twitch, auf YouTube, immer at NitroECW Gaming. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn ihr irgendein Trikot sehen wollt, dass ihr, also wenn es irgendein Trikot gibt, das ihr gerne sehen wollt hier in diesem Video, ich habe noch ein paar im Schrank. Ich weiß nicht, ob ich jeden Wunsch erfüllen kann, aber ein paar gibt es noch. Also schreibt es gerne in den Kommentaren rein. Und wenn jemand ein Trikot übrig hat, das er nicht mehr braucht, gerne an mich. Ich nehme alles, egal Schreibfehler, wie bei den Berlin Capitals, wo Paris Duffus hinten drauf steht, obwohl der eigentlich Duffus hieß. Aber gut, auch das nehmen wir natürlich alles an. Im Schrank ist doch Platz. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.